Hallo. Herzlichen Willkommen in unserem Kanal auf Deutsch TV. Heute lernen wir den Unterschied zwischen den Verben kennen und wissen. Wissen oder kennen? Dann schauen wir mal zusammen den Unterschied mit Beispielen. Kennen. Erstens. Mit kennen spreche ich zum Beispiel über eine Person. Kennst du meine Tante Sarah? Ja, ich habe sie kennengelernt. Kennen Sie einen guten Automechaniker? Ja, ich kenne einen. Kennst du ihn? Nein, wir haben uns noch nicht kennengelernt. Zweitens. Oder über Städte, Orte, Filme, Essen. Kennst du das Oktoberfest? Ja, ich war schon dort. Kennst du diesen Film? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Kennst du die Linsensuppe? Ja, ich habe sie mal probiert. Kennst du den Unterschied? Ja, den kenne ich. Wissen. Erstens. Wissen plus Nebensatz mit Wissen spreche ich über genauere Informationen. Beispiele. Weißt du, wann sein Geburtstag ist? Ich weiß nicht, wo der nächste Supermarkt ist. Wissen Sie, wie ich zur U-Bahn komme? Können. Können plus Sprachen und Fähigkeiten. Ich kann kein Englisch, aber ich kann gut Deutsch. Ich kann kein Englisch, aber ich kann gut Deutsch. Mein Freund kann Karate. Dein Opa kann Superschach. Mein Freund kann Karate. Dein Opa kann Superschach. Können als Modalverb. Ich kann dich heute anrufen. Das Mädchen kann noch nicht so gut schwimmen. Das Mädchen kann noch nicht so gut schwimmen. Jetzt weißt du, was der Unterschied zwischen den Verben ist. Du kennst ihre Bedeutung und kannst die Wörter richtig benutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.